Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Gary Washington Mufai. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Produziert von 27 Cobra Zones. Ich bin mal gespannt drauf. Mir hat auf jeden Fall die EP von Gary sehr gut gefallen. Alles, was er so in letzter Zeit gedroppt hat, sehr nice. Geile Vibes vor allem. Gary ist so einer dieser Künstler, wo man wirklich sagen kann, dass die Mucke einfach vom Vibe lebt, dass sie einen geilen Vibe hat. Ich kann oft nicht viel damit anfangen, wenn Leute mal nur sagen, ja, Vibe, Vibe, Vibe hier oder Vibe da. Bei Gary finde ich den Begriff sehr zutreffend, beispielsweise auch bei einem UFO oder so. Und ja, deswegen bin ich einfach mal sehr gespannt, was er rausgehauen hat, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Let's do this. Okay. Yeah, yeah, yeah. Die ganzen Rapper heutzutage schlucken Wechsel für Erfolg machen. Wir gucken also jetzt das Musikvideo auf dem Bildschirm hier mit dem Typen zusammen. Also der Typ reactet gerade auf das Video. Und wir reacten jetzt auf die Videoausnahme von der Aufnahme der Kamera, wie ein Typ reactet auf das Video. Denkst du, dass die Gedanken gedacht, Alter, wie ging das nochmal? Verdammt, ich kann nicht reden. Egal, ihr wisst, auf welche Szene aus SpongeBob ich anspielen wollte. Heutzutage schlucken Wechsel für Erfolg, machen Tracks nach einem Schema und dann sind sie auch noch stolz. Währenddessen mach ich Cash, als wäre das nothing und die Bitches blown bei mir, man, als gäb's nach einem Muffin. Als wäre es nothing, die Bitches blown bei mir, als gäbe es danach einen Muffin. Er ist eigentlich total stumm, aber einfach übertrieben geil, wie er es rüberbringt, ne? Cash, als wäre es nothing und die Bitches blown bei mir, man, als gäbe es danach einen Muffin. Ich sicker deine Bitch in Valentino, frag ich sie dann kurz mal, ob sie meine Deck will, sagt sie Dito, also fick ich sie im Kino, ey, was bockt es mich, was du dann tust? Denn ihr, dein Chick hält sich in Form für mich mit Hula. Moulin Rouge, Bitches auf dem Schoß, sind wie Sticker auf nem Sticker, ey, die krieg ich nicht mehr los. Du sagst, dass du ein krasser Rapper bist, doch guck mal, warum pflegst du dann mit Rappern einen schwesterlichen Umgang? Sag wieso. Typischer Gary-Text bis jetzt, ne? Typischer Gary-Text, typischer Gary-Flow. Aber feier ich einfach, ne? Ich verstehe jetzt noch nicht ganz die Idee hinter dem Video hier. Also, kann man ja mal machen, aber ja, jetzt nicht, also finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, sage ich ja ganz ehrlich. Doch guck mal, warum pflegst du dann mit Rappern einen schwesterlichen Umgang? Sag wieso, fuck Motherficker. Es gibt auf das einen Fuck Motherficker. Und nimm dann deine Slut und dann Dicker. Mach es mit dir, was man mit einer Slut macht, Motherficker. Und sie können es nicht fassen, man. Warum spielt er denn mit Waffen, man? Kann er sowas machen, man? Um es rum der Wappen nur noch spassen, denn deine Schlampe hat nicht auf mir grad auf Insta zu schreiben. Also fick ich die Kleine kurz mal zwischen die Beine. Sie setzt sich gerne mal für Frauenrechte ein. Yeah. Und das weiß ich auch zu schätzen, denn sie saugt an meinem Teil. Die Line hätte original von Moneyboy sein können. Die hätte original von Moneyboy sein können. Die Line. Digga. Frauenrechte ein, yeah. Und das weiß ich auch zu schätzen, denn sie saugt an meinem Teil. Yeah. Der Hype ist nicht mehr loszukriegen. Ich schicke Models nur den Smiley mit der Aubergine. Sie sagen, Gary, ich hab eigentlich grad bloß Termine. Doch für dich nehme ich mir meine Zeit, man sieht sie sofort. Knie, es geht nach oben, Digger, lift auf mit Hip-Hop. Und du machst funny Videos auf TikTok, du Wismar. Das yeah. Ist deine Freundin, Bang, es sollte sich ergeben. Und sie fällt aus allen Wolken wie der Regen, Digger, eben. Okay. Fuck Motherficker. Es gibt auf das nen Fuck Motherficker. Und nimm dann deine Slut und dann Dicker. Mach es mit dir, was man mit ner Slut macht, Motherficker. Also ich feier das wieder vom Style und vom Vibe übertrieben ab, so. Das ist wieder was, was man sich einfach so nebenbei geben kann, finde ich, ne? Das läuft einfach, ist coole Mucke, die man sich einfach halt reinzieht. Ich kapiere nur echt nicht das Video, ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass es krass schlimm ist oder irgendwie brutal stört oder so.
ändert ja auch nichts an dem Song. Der Song ist ja trotzdem cool. Ich finde nur die Video-Umsetzung irgendwie scheiße. Keine Ahnung. Können es nicht fassen, man. Warum spielt er denn mit Waffen, man? Wie kann er sowas machen, man? Um es 100 Wappen nur noch spaßen, denn deine Freundin achtet wirklich auf die Internetpräsenz. Postet jeden Tag ein Foto, streckt den Hintern in die Cam. Und das findest du zwar gut, auch dieses Pflänzchen geht dir fremd. Ich hab sie zum Beispiel gestern Nacht das dritte Mal gebankt. Diese Woche tut mir leid, doch da ist nichts zu machen. Denn Bitches werden immer aufgerissen, wie das Zellophan in meinen Kippenschachteln. Und es ist nicht zu fassen, um meinen Style mal zu verstehen, braucht man Wissenschaften. Sorry, I don't give a fuck, denn Gary Dicker wird nie erwachsen. Fick ich deine Chaya, lass ich Cheerleader tanzen. Inhaltlich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, der Track. aber vom Style halt trotzdem irgendwie geil, ne? Kann man sich einfach gut geben. So inhaltlich ist es halt relativ stumpf, aber kann man sich trotzdem geben. Wird nie erwachsen. Fick ich deine Chaya, lass ich Cheerleader tanzen. Und sie fragen mich, wie kannst du sowas sagen, Mann? Ich hab doch keinen Plan, Digga, frag doch deine Mom. Und sie sagt dann, er gibt auf dich nen Fuck, Mutterficker. Es gibt auf dich nen Fuck, Mutterficker. Und nimm dann deine Slut und dann, Digga, mach es mit dir, was man mit ner Slut macht, Mutterficker. Und sie können es nicht fassen, man. Warum spielt er denn mit Waffen, man? Wie kann er sowas machen, man? Um es rum der Rappen nur noch spaßen, denn Song fand ich nice, so einfach vom Vibe, vom Style her hat mir der Song gefallen. Auch wenn ich ihn jetzt von den Lines und von den Parts ein bisschen stumpf fand teilweise, aber ist halt trotzdem, ist halt Gary Washington Style teilweise. Nur ich kapiere das Video irgendwie nicht. Also fand ich jetzt auch einfach, also keine Ahnung, das 50. Mal jetzt mit so einem Blick in die Kamera gucken, finde ich dann irgendwie auch einfach nicht witzig. Ja, hätte man einfach sein lassen können, hätte man einfach das normale Video zeigen können. Ja. Trotzdem auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, Freunde. Streamt den Song, supportet ein bisschen. Link zum Original natürlich auch wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.